Heute suche ich den wahrscheinlich giftigsten Schmetterling Europas. Ist er gefährlich? Schau mal, ich werd's dir zeigen. Um diesen Schmetterling zu finden, bin ich in das Höllental gewandert. Uns erwarten dort haufenweise interessante Tiere und eine geniale Landschaft. Die auffälligen Farben dieser Streifenwanze lassen bereits vermuten, dass sie giftig ist. Hier wachsen überall diese Schachtelhalme. Diese Pflanzen sind lebende Fossilien. Dieser Wald aus Schachtelhalmen ist eine eigene kleine Welt voller fremdartiger Dinge, die nur darauf warten, entdeckt zu werden. Diese seltsamen Strukturen sind die Fruchtkörper von einem Schleimpilz. Weiter daneben liegt überall dieser seltsame Schaum herum. Er wird von Schaumzikaden produziert. Ameisen, die einmal mit dem Schaum in Kontakt gekommen sind, machen einen großen Bogen darum. Tja, dort drüben, liebe Freunde, ist das Höllental. Und da werden wir jetzt mal hinspazieren. Es ist kurz vor Sonnenuntergang, Hauptaktivitätszeit von diversen Reptilien und Amphibien und anderen Kreaturen. Dieser Hang hinter mir sieht auf den ersten Blick sehr unscheinbar aus, aber es gibt da etwas zu entdecken. Kleine Höhlen, seht ihr das? Oder hier ist noch eine. Oh, und da schaut gerade auch jemand raus, Leute, das gibt's nicht. Diese Tiere sind normalerweise sehr scheu. So scheu diese Tiere auch sind, so gefürchtet sind sie auch in ihrer Welt. Diese Laufkäferlarven sind extreme Räuber. Sobald ein Beutetier der Käferlarve zu nahe kommt, wird es in die Höhle gezogen und ausgesaugt. Dann jetzt noch hier rüber gehen, über diesen Hügel da drüber, und dahinter tut sich das Höllental auf in seiner vollen Pracht. Diese Krabbenspinnen suchen sich normalerweise einen Ort aus, an dem sie gut getarnt sind, um auf Beute zu lauern. Diese hier hat wohl das Prinzip nicht genau verstanden. Es hat ein leichter Wind geweht. Ich konnte deswegen leider keine besseren Aufnahmen mehr machen von der Spinne. Ich muss hier ein bisschen aufpassen, wo ich hintrete. Nicht nur, weil es hier Giftschlangen gibt, sondern weil es direkt neben mir bergab geht. Und hier sind einige Stellen, die ein bisschen rutschig sind und so. Hier ist einfach mal ein Baum runtergefallen. Der hat wohl auch nicht aufgepasst, wo er hintritt. Und hier wären wir. Das Höllental. Diese beiden mächtigen Felsen, die sich jeweils links und rechts erheben, lassen das Tal wahrhaftig wie ein Tor zur Hölle aussehen. Das wird nicht das letzte Mal sein, dass ich hierher komme, um Videos aufzunehmen. Du kannst dich also auf zukünftige Projekte freuen. Wenn du willst, lass ein Abo da, dann wirst du sie nicht verpassen. Hier oben gibt es so viel zu entdecken. Der Kaisermantel ist einer der häufigsten Schmetterlinge in dieser Gegend. Und dort, wo er sich aufhält, ist auch der giftige Schmetterling nicht weit. Und schon nach kurzer Zeit fand ich ihn auch. Zygänen sind relativ häufig und leben fast sicher auch in deiner Nähe. Vor allem findest du sie in der Nähe von Blüten. Wann immer du irgendwelche Blüten siehst, halte Ausschau.
Vielleicht findest du eine Cygene. Diese Insekten beinhalten Cyanide. Das sind chemische Bestandteile, die sich von der Blausäure ableiten. Und Blausäure ist extrem giftig. Eine Vergiftung durch Blausäure verursacht Kopfschmerzen, Übelkeit und kann im schlimmsten Fall sogar tödlich enden. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie gefährlich dieser Schmetterling für uns Menschen ist. Gleich vorab, die Blausäure befindet sich im Körper der Tiere. Stechen oder beißen können diese Schmetterlinge nicht. Aber was, wenn sich eine solch giftige Cygene unbemerkt auf unser Essen setzt? Oder in unser Getränk fällt, ohne dass wir es mitbekommen? Und kann man damit vielleicht sogar jemanden umbringen? Nun ja, schauen wir uns dazu mal ein paar Zahlen an. Keine Sorge, es kommt keine komplizierte Mathematik. Schau mal, eine solche Cygene kann bis zu 0,2 Milligramm Cyanide beinhalten. Für einen 70 Kilogramm schweren Menschen wäre Blausäure ab einer Menge von etwa 90 Milligramm gefährlich. Für einen gefährlichen Unfall, wo man versehentlich Cygenen isst, müsste man etwa 450 Cygenen hintereinander essen. Naja, und wenn du das hinkriegst, na dann gratuliere. Ein anderes Insekt, das sehr wohl zustechen kann und das auch noch ziemlich unangenehm, ist dieser kleine Geselle. Dieses Tier hat mich gestochen. Wenn du wissen willst, was dann passiert ist, schau dir gerne das Video an, das ich dir hier im Abspann vorschlage. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.